So, dann melde ich mich aber langsam mal zurück. Wie ihr sehen könnt, haben unsere Helden sehr gut aufgeräumt. Es sind nur noch 5 Orks am Leben. Dafür hat Talana aber auch fast keine Astralenergie mehr. Kurima ist ganz schön angeschlagen. Wendin, wie man sehen kann, auch nicht besonders gut. Yellen auch, also sind alle ziemlich angeschlagen. Das heißt, wenn wir in diesem Raum jetzt nicht finden, wonach wir suchen, was recht wahrscheinlich ist, werden wir uns erstmal ein wenig zurückziehen müssen und alle Wunden bandagieren und überprüfen, wie viel Munition wir noch haben und so weiter und so weiter. Kurima sieht echt nicht gut aus. Haurina schnell tot, genau. Und dann müssen wir unbedingt sie entlasten. Also du schießt mal auf den. Ist blockiert. Den da. Genau. So, du dahin. Lenk den Ork ab. Sehr schön. Und kannst du an Tirik und Gerogon vorbeischießen? Nein. Ärgerlich. Okay. Dann dahin. Von hier aus vielleicht? Ja. So, du dahin. Sichern. Und du außen rum. Du wartest. Du haust den. Ja, komm schon. Nein, Kurima. So, du stehst da nicht so toll. Okay, du sicherst. Du gehst dahin. Genau, und Tirik und Gerogon können gleich an die Seite. Kannst du vorher noch einmal schießen vielleicht? Von da? Nee, leider nicht. Okay, sichern. Du dahin. Ja, sehr schön. Ja, Yellen, du bist gefragt. Talent anwenden, Wunden heilen, Kurima. Kann sie nicht. Na gut, dann gehen halt die Kräuter rum. Du, Wisselkraut. 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 Sehr viel Wisselkraut. Gut, du, Talent anwenden, Wunden heilen, bei eigentlich jedem. Warum bedarf keine Heilung? So viel dazu, dass jeder geheilt werden muss. Wunden heilen, Gwendolyn war noch angeschlagen. Ja, sehr gut. Also Myrm nicht, Talana nicht so wirklich, Gerogon kann auch was vertragen. Talent anwenden, Wunden heilen, Gerogon. Wie schaut's mit Tirik aus? Tirik hat nur einen ganz kleinen Kratzer davon getragen. Nö, sonst... Oh, Yellen selber sollte was essen. Ja, noch ein bisschen mehr. So. Und die Kräuter zurück zu ihr. Ja, das sieht doch gleich viel besser aus. Okay. Schauen wir uns hier mal um. In diesem Kessel schwimmen große Fleischstücke in einer Soße, die bereits auf einen halben Schritt Entfernung infernales Schaf wirkt. Den Eintopf essen oder die Kochstelle untersuchen? Nur untersuchen. Das Gulasch scheint aus einer Art hyalaer Feuer zubereitet und die Fleischbrocken könnten gut und gerne aus einem Drachen herausgeschnitten sein. Über der Feuerstelle könnt ihr einen schmalen Rauchabzug erkennen. Das ist hier, oh. Das ist der glühende Kohlen. Und das hier sind wohl Schlafplätze. Also ja, wir sind mitten in deren Methalle eingebrochen. Kein Wunder, dass sie so stinkig waren. Ja, aber nichts da von wegen Salamanderstein und tote Magier und so. Wäre auch zu schön gewesen. Aber jetzt, wo die tot sind, können wir wenigstens uns schnell hier umsehen. Wir müssen keine Angst haben, dass sie uns in den Rücken fallen. Ja, 3 Orks. Nö, 3 Orks sind jetzt nicht so wirklich... eine Gefahr für uns. Wir haben ja gerade ein gutes Dutzend, wenn nicht mehr, umgebracht.
und den Rest weggescheucht. Ja, das könnte echt noch ein Problem werden. Aber müssen wir dann sehen. Erstmal wollen wir nur so schnell wie möglich die Umgebung auskundschaften. Na, Schloss knacken. Ein großer Raum. Und ein Oger. Ja gut, ein Oger ist schon eine andere Sache. Kommst du irgendwo an? Nein. Jetzt? Oh, du hast gleich deinen Bogen zur Hand, oder? Waffen wechseln. Komisch. Du geh mal dahin. Hau den. Du hast deine Waffe nicht mehr zur Hand. Bogen des Alcerion. Schießen auf den Ork. Erstmal schön die Orks wegputzen. Dann können wir uns den Oger vornehmen. Dementsprechend gehst du auch dahin. Oh, guter Treffer. Schau mal. Oh. Der Oger trifft nicht so gut. Du hauen den. Du hältst dich zurück. Und der erste Ork fliegt. Sehr schön. Du hau den. Oh, er ist ganz schön behende für so eine klobige Kreatur. Sie kann nicht mehr kämpfen mit dem Bogen. Also hat sie wohl keinen Bogen mehr. Das müssen wir auf jeden Fall gleich mal angucken. Und wir wollten ja eigentlich auf den einen Ork gehen, aber na gut. Tirik schafft das schon alleine, das passt. Genau. So, jetzt die Oger. Du Oger. Du gar nichts. Du stürmst mal an den Elfen vorbei, das mögen die so gerne. Du gehst hier rum. Und du kannst jetzt schon angreifen, sehr schön. Angreifen, Oger. Du machst nix. Du haust nochmal drauf. Nicht dich selber hauen. Geh mal dahin und piekst ihm in die Seite. Ja, zwei Trefferpunkte. Da war Pieksen ganz gut gewählt. Das tut schon ein bisschen mehr weh. Aber Tirik wird's rausreißen. Ich sehe sie jetzt schon kommen. Gib ihm. Axt in den Rücken. 21 Trefferpunkte. So. Keiner großartig verwundet. Noch ein größerer Raum. Wobei sich hier schwer sagen lässt, was für ein Raum es sein soll. Noch eine Tür, ein paar Seitennischen. Schauen wir hier. Schloss knacken. Sind wir jetzt wieder in einem Hauptkorridor? Oh. Vier Orks. Vier Orks sind tot. Oh, stimmt, wir wollten uns Jallens Bogen angucken. Das sollten wir jetzt spätestens machen. Und hier ist eine Art Schalter. Den sollten wir aber noch nicht umlegen, würde ich sagen. Mürrim Jallen, tausch doch mal den Bogen gegen deine Pfeile. Was hältst du davon, hm? Ja, man hat es nicht leicht mit den Elfen. Aber gut. Also hier ist ein Schalter. Wo ist hier? Schauen wir mal auf Tiriks Karte. Hier ist fast direkt neben dem Eingang. Und anscheinend sind hier überall Schalter. Na gut. Also erstmal nicht drücken. Da war eine Sackgasse. Also an der linken Wand halten. Dann müssten wir in neue Bereiche dieses Gemäuers kommen.
Das scheint die Spitze zu sein, also das nördliche Ende von dieser Etage. Ihr steht in einem großen Raum, der offensichtlich als Schmiede dient. Also, der Raum hier. Gucken wir uns erstmal im Osten um. Drei Orks. Nee, keine drei Orks. Drei Orks sind tot. Jedenfalls. Ting. Ting. Jetzt tot. So, was war es gerade mit dem Bogen? Genau, du Bogen in die Hand. Also, östliche Tür wollten wir knacken. Schloss knacken. Da ist wieder ein ziemlich großer Raum. Gwendolyn wurde schon verarztet, richtig? Dann geben wir Gwendolyn jetzt nochmal ein Wirselkraut. So. Und dann sollten wir uns nochmal kurz geistig sichern. Denn das ist doch schon eine Weile her. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, also bis gleich.